hat die Kirche etwas zu sagen? Liebe Schwestern und Brüder, diese Frage ist aufgrund auch der Diskussion, die wir immer häufiger inzwischen in unserer Gesellschaft führen, ja durchaus berechtigt. Hat die Kirche was zu sagen? Hat die mir etwas zu sagen? Hat sie das Recht, etwas zu sagen? Und was hat sie zu sagen? Diese Frage scheint auch heute am zweiten Advent besonders berechtigt, da alles, was wir in den Schrifttexten hören, von diesem Sagen spricht, vom Verkünden. Paulus sagt es, die Heiden rühmen Gott um seines Erbarmens willen. Ich will dich bekennen, ich will dich ankündigen unter den Völkern und deinem Namen Lob singen. Und dann jene Gestalt, die uns im Evangelium entgegenkommt, einzig und allein Stimme. Stimme eines Rufers in der Wüste. Es geht also heute an diesem zweiten Advent um die Botschaft, um Ankündigung, um Kündung. Und auch das sagt Paulus uns in der Lesung. Wir finden es schon, das, was gesagt werden muss. Wir finden das zu Kündende schon. Denn es ist aufgeschrieben. Alles, was geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch die Geduld und durch den Trost der Schrift Hoffnung haben. Alles, was uns vielleicht heute schon eben in den Worten Johannes des Täufers merkwürdig vorkam oder wenn uns mulmig wurde, alles dient dazu, uns zu dieser grundadventlichen Haltung hinzuführen, zur Hoffnung und zum Trost. Um Botschaft geht es also, um Ankündigung. Liebe Schwestern und Brüder, Ankündigung ist keine Propaganda, ist keine ausgetüftelte Medienstrategie und kein TV-Spektakel. Das müssen wir uns manchmal auch innerhalb der Kirche sagen, wenn wir uns die Frage stellen, hat Kirche etwas zu sagen und was hat sie zu sagen? Stimme hat sie. Und wenn wir von der Kirche sprechen, sprechen wir immer von uns. Stimme haben wir zu sein. Rufende, solche, die etwas anzukünden und zu sagen haben. Das klingt vielleicht zunächst zu tröstlich. Denn wenn wir diesem Rufenden zuhören, ergeht sein erster Ruf ins Gericht. Ein Thema, das uns der erste Advent schon nahegebracht hat. Konfrontation. Wir müssen unser Leben abgleichen mit einem Anspruch. Und feststellen, dass es diesem Anspruch oft genug nicht gerecht wird. Der erste Ruf, der ergeht, die erste Botschaft, gleich bei Johannes dem Täufer, wie bei Jesus selber, kehrt um. Es ist der notwendige Ruf ins Gericht. Der Ruf zur Umkehr, der Ruf zur Reinigung. So sehen wir einen nach dem anderen in den Jordan steigen, um sich schon äußerlich in diesem Wasserbad zu reinigen, um sich vorzubereiten, ein äußeres Zeichen der inneren Umkehr. Und wir leben ja in Zeiten und Wochen, nicht erst in den letzten Tagen, wieder durch die Veröffentlichungen der Erzdiözese München, durch all das, was in diesen letzten Monaten hochkam, wie sehr wir als Kirche ins Gericht gerufen sind und wie sehr es notwendig ist, dass wir umkehren. Ganz konkret umkehren heißt, einen Weg nicht weiterzugehen, den ich bisher gegangen bin, sondern die andere Richtung zu wählen. Und so schnell wir dabei sind zu sagen, natürlich muss die Kirche umkehren, bin ich sehr dafür. Aber sie tut es am besten, indem wir umkehren, indem ich anfange umzukehren, indem ich einen anderen Weg gehe, indem ich mich reinige. Das ist der Ruf des Täufers Johannes. Die Menschen kommen, um ihre Sünden zu bekennen und sich reinigen zu lassen. Und es muss uns bewusst werden, auch an diesem zweiten Advent mit dem Wort des Gerichtes, mit dem Ruf des Täufers, dass wer das selber für sich tut, damit allen anderen zugute kommt. Es ist leicht zu sagen, die Kirche ist verkommen. Ja, schlimm genug.
in vielen Teilen. Aber es liegt doch daran, dass viele Einzelne zu dieser Umkehr, zu dieser Reinigung eben nicht bereit sind, diese Arbeit an sich selber verweigern, und zwar dem Wohl des Ganzen verweigern, nicht nur sich selber, nicht nur dem eigenen Lebensweg. Es gibt einen tiefen Zusammenhang. Diesen Zusammenhang, in den stellt uns der Advent neu hinein. Deshalb der erste Ruf zur Umkehr, der erste Ruf zum Gericht. Und dann kommt das Zweite, was Johannes der Täufer deutlich sagt. Die Ankündigung eines Kommenden. Das ist die Grundbotschaft des Advent und die Grundstimme und Grundbotschaft der Kirche. Wenn wir fragen, hat die Kirche etwas zu sagen? Und was hat sie zu sagen? Dann kann es nur um dieses eine gehen. Anzukünden, dass einer kommt, der stärker ist. Stärker als Johannes der Täufer. Stärker als jeder, der es kündet. Stärker als die Kirche. Die Kirche kommt nicht mit der Botschaft, hoppla, hier komme ich. Sondern aufgemerkt, wie wir am Beginn gesungen haben, wachet auf, ruft uns die Stimme, der Bräutigam kommt, Christus kommt. Christus kommt in diese Welt, in seine Schöpfung. Wie findet er sie vor? Christus steht an meiner Tür, auch das haben wir letzten Sonntag schon bedacht. Er klopft an. Und die Frage stellt sich, sind wir wie Christus bereit anzuklopfen bei den Menschen, sie zu bitten, dass er eingelassen wird. Die Kirche muss Bittstellerin sein in dieser Zeit, an den Türen der Menschen, an den Türen der Gesellschaft. Und sie ist selber eine beschenkte Bettlerin. Aus sich heraus hat sie nichts, wie Johannes der Täufer als Prophet nichts hat. Das Wort, das er hat, hat er von Gott. Und das Wort, dass er spricht, ist Gott selber in der Ankündigung des Christus. So sollen wir als Christen und als Kirche sein. Beschenkte Bettlerin, bittend an den Türen der anderen. Macht ihm die Tür auf, lasst ihn hinein. Denn er ist Trost, Rettung, Heiland eures Lebens, nicht nur eures einzelnen Lebens, sondern der ganzen Welt. Paulus verschweigt uns nicht, wie wir das tun sollen. Paulus wird immer als der große Theologe oder manchmal sogar, was natürlich vollkommen überzeichnet ist, der Erfinder des Christentums. Aber es gibt eigentlich keine Stelle, wo Paulus Theologie predigt oder einen wissenschaftlichen Aufsatz vorgelegt hätte, mit Fußnoten und so, wo man sagt, oh mein Gott, muss man aber dreimal lesen, damit man das versteht. Sondern Paulus gibt sehr konkrete Hinweise. Wenn er heute im 15. Kapitel des Römerbriefes davon spricht, das, was uns zur Belehrung geschrieben ist, dass wir nicht unsere Botschaft als Kirche erfinden müssen, sondern das, was wir zu sagen haben, ist immer geliehen, es ist geschenkt, es steht schon wo. Wir müssen uns nicht hinsetzen und Werbefirmen beauftragen, die uns sagen, was sagen wir denn bloß den Leuten? Oder wir entwickeln ein Produkt? Nein, die Botschaft steht fest. Und es ist eine Riesenentlastung, ja ein Trost für uns, dass uns das genommen ist, diese Mühe genommen ist. Aber dass es uns aufgegeben ist, wie wir das zu sagen haben. Deshalb sagt Paulus gleich im Anschluss, der Gott der Geduld und des Trostes schenke euch die Einmütigkeit, die Christus Jesus entspricht, damit ihr Gott den Vater preist, und zwar einträchtig und mit einem Mund. Die Botschaft ist klar. Christus kommt und in ihm kommt Gott in diese Welt. Er will in dein Leben. Aber die beste Verkündigung ist nicht ein wissenschaftlicher Aufsatz, ist nicht eine geschliffene Predigt, sondern ist das Lebenszeugnis der Einmütigkeit. Und wer sich darum bemüht, in der Ehe, in der Familie, mit den Kindern, im Kloster, in einer Gemeinde, der weiß, wie viel Arbeit das ist.
Wenn wir heute einen Chor zu Gast haben, dann können die wahrlich ein Lied davon singen, was es bedeutet, sich selber zurückzunehmen und alles da rein zu investieren, damit ein gemeinsames Werk, das nicht meines ist, aber das durch mein Zutun wächst, damit es gelingt und klingt. Herr Mees als Chorleiter würde sich wahrscheinlich bedanken, wenn jeder so seine eigene Idee hat, wie man dieses Stück singt oder ob man hier nicht eine kleine rhythmische Änderung oder den Melodieverlauf ändern könnte. Wir könnten an dieser Musik nicht so auferbaut werden, wenn das der Fall wäre. Alle müssen sich zurücknehmen, damit Einmütigkeit entsteht und am Ende etwas Gutes, etwas Schönes wachsen kann, aus dieser Einmütigkeit heraus, das harmonisch ist, das zum Klang gebracht wird. Das ist unsere Aufgabe, liebe Schwestern und Brüder, diese Einmütigkeit immer wieder zu suchen. Und wir merken das auch hier, wenn wir abends die Vesper singen oder morgens die Laudes, wie viel Mühe es jedem und jeder abverlangt, mitzutun, mitzuhelfen, mit daran zu arbeiten, dass es irgendwie zusammen klingt. Dabei geht es nicht um Aufführung, sondern um ein tiefes geistliches Verstehen dessen, was wir als Christen mit unserem Leben wollen. Mitzuhelfen, dass die Botschaft, dass Gott gegenwärtig sein will in dieser Welt, dass er kommt in unser Leben, dass es einmütig ankommt, dass wir Hörende sind, beschenkt mit Trost durch die Geduld Gottes und als Hörende sagen dürfen, dass Gott in mein Leben kommt. Möge uns der zweite Advent helfen, liebe Schwestern und Brüder, daran wirklich getröstet zu sein, dass wir bereit sind, uns reinigen zu lassen, damit unser Leben in der Umkehr neu wird, dass wir so wie Johannes der Täufer mit seiner ganzen Existenz Mund werden, Kündende der frohen und tröstenden Botschaft.